So. Wir sind im Verlies der Mairtalbucht. Ihr braucht es vielleicht einen Ebenerz, Dietrich. Ihr wisst, wie das läuft. Ein bisschen schwergängig, das Teil. Zum Glück habe ich immer etwas Schmierfett im Haar. Noch eine? Caster hat wohl etwas umgebaut. Gefällt mir nicht so recht. Halte die Luft rein, ja. So, hoffentlich war's das. Meine Finger werden langsam lahm. Das ist unser Weg zum Innenhof. Sehr gut. Warte doch auf das. Okay. Seraine, ihr seid dran. Oh, alle stehen bleiben. Mir ist ganz schwindelig. Ich muss mich konzentrieren. Bündelt die Macht. Stellt euch den Zielort vor. Nun gut, los geht's! Was zum... So weit, so gut. Nun zu Wohle. Ihr seid sicher? Um den Schankwirt zu zitieren, ihr seht krank aus. Bläh! Oh. Oh, das ist nicht gut. Diesem sind seine Füße lieber. Puh, ich dachte, ich hätte euch verloren. Ihr Monde, ihr seid nicht verletzt, oder? All eure Glieder sind noch dran. Ich glaube, es geht mir gut. Und Nastar sieht eigentlich ziemlich gut aus. Jetzt zu dem, was nicht so gut ist. Ihr und Nastar habt es nicht ganz dahin geschafft, wo ihr hin solltet. Und es wird eine Weile dauern, bis ich wieder zaubern kann. Ihr werdet euch selbst auf den Weg hierher machen müssen. Was ist geschehen? Wie sind wir hierher gekommen? Es gibt eine Grundregel beim Zauberwirken. Man soll es nie betrunken tun. Oder wenn man noch vor kurzem betrunken war. Doch Regeln sind nichts für mich. Ich habe die Kontrolle über den Zauber verloren, während ich euch und Nastar teleportieren wollte. Tut mir leid. Jetzt kommt, weil die darin da mittendrin erstmal voll am Kotzen war. Wie sammeln wir uns neu? Kasnasi will, dass ihr und Nastar euch auf dem Weg zum Fuß des Südturms macht. Dort werden wir warten. Sie hat da sehr auf einer Sache bestanden. Vermeidet es, Wachen zu töten. Na super. Wo befinden wir uns im Verhältnis zum Südturm? Nordwestlich oder östlich? Man muss über den Innenhof kommen, was bedeutet, dass man Patrouillen ausweichen muss. Lasst euch nicht erwischen. Tasnasi wird sich ziemlich aufregen, falls ihr irgendjemanden umbringt. Warum sollte ich keine Wachen töten? Sie meint, das würde nur Alarm auslösen, doch ich kenne die Wahrheit. Es liegt daran, dass Tasnasi früher mit ihnen zusammen unterwegs war. Sie gehörten allemal zur Truppe des stürmischen Dasalzos. Sie versucht so zu tun, als läge nichts mehr an ihnen, seit sie von ihnen ins Exil geschickt wurde, aber das ist eine Lüge. Na super. Nastar rät zur Geduld. Wir können diese Wachposten meiden, wenn wir ruhig bleiben. Haltet euch an die Lehren der flüsternden Kralle und man wird euch weniger Beachtung schenken als dem Schatten einer Lerche. Die Worte von Nastars Meister, dem verehrungswürdigen Peludar. Geht es euch nach der fehlgeschlagenen Teleportation gut? In seinem Alter sind Nastars Zipperlein wie Regentropfen.
ob es nieselt oder schüttet. Es sind zu viele, um sie zu zählen. Falls ihm etwas fehlt, ist es ihm noch nicht aufgefallen. Oh Gott. Tötet keine Wachen, ist aber immerhin optional. Wandert sanft, hat Meister Hendo diesen gelehrt. Wenn wir Ärger kriegen, kann dieser nicht helfen. Seine Fäuste sind keine Waffen mehr. Sanft wie ein Flüstern, schnell wie ein Schrei, lehrt uns der erste Finger der flüsternden Kralle. Da ganz hinten muss ich, ne? Wie es der zweite Finger der flüsternden Kralle besagt, Schatten verschlingen Neugier, Zeit und Interesse. Bedenkt den dritten Finger der flüsternden Kralle. Abstand ist besser als jede Waffe. Der vierte Finger der flüsternden Kralle ermahnt uns, gebietet über den Raum, um ihn ungesehen zu durchqueren. Ja, das kriegen wir anscheinend hin. Haben wir zumindest hingekriegt. Gar nicht so schlecht, würde ich meinen. Ihr habt es geschafft. Beide? Tasnasi ist froh. Entschuldigt bitte. Wenn das hier alles vorbei ist, gebe ich euch einen aus. Bei der Gnade des Mondes, Serene. Wenn wir hier fertig sind, zerschlägt diese sämtliche Weinflasche in Elsweyr. Nicht, wenn ich sie vorher austrinke. Nazdar, ihr seid unser Weg in diesen Turm. Bereit? Der Aufstieg des Leibs ist nichts im Vergleich zu dem der Seele. Sprachweise der heilige Yusito. Nice. Das ist ja geil. Echt cool. Achso, da. Dann sei gemacht. Eure Knie sollten nicht solche Geräusche machen, oder? Sie sollten gar keine Geräusche machen, Wohle. Tasnasi ist angespannt. Angespannter als gewöhnlich. Es hätte bisher glatter laufen können, sicher. Aber sie lässt sich sonst nicht verunsichern. Ich bin kein Heiler, aber selbst ich merke, dass Nasta diesmal wirklich Sand ins Getriebe bekommen hat. Vielleicht hat er dabei auch ein paar Kugellager verloren. Ein Körper ist gar nicht so anders als eine Maschine, wenn man so darüber nachdenkt. Ich kann ihn zusammenflicken. Da bin ich mir sicher. Seid ihr sicher, dass ihr Nasta helfen könnt? Ja. Ich meine, ja. Ich schätze, ich muss nur die Gelenke etwas einfetten. Das wird kein Problem sein. Außerdem ist es ja nicht so, als ob ich rein gar nichts von der kaschitischen Anatomie verstünde. Wo habt ihr etwas über die kaschitische Anatomie gelernt? Der Grüne Pakt. Ich kämpfte vor ein paar Jahren gegen einige Deserteure in Schnittermark. Wie dem auch sei, jetzt ist nicht die Zeit, übers Essen zu reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Keine Ruhe, schrieb der asketische Vulado, ist süßer als die nach der großen Anstrengung. Nasta meint, er hat sich vor dem Klettern vielleicht nicht genug gestreckt. Er ist nicht mehr der rüstige 80-Jährige, der er mal war. Seid ihr verletzt? Was ist geschehen? Nastas Knie versuchten ihm zu sagen, dass er nicht mehr so herumtänzeln kann wie ein kleines Kätzchen. Aber er wollte nicht auf sie hören. Nun sind sie zornig auf ihn. Es sind nur ein paar Verstauchungen und andere Zipperlein. Könnt ihr euch bewegen? Der Eckpfeiler der Weisheit, schrieb Rita Ridata, ist es das Können und das Sollen, sowie den Unterschied zwischen beiden zu kennen. Mit Wohles Zuwendungen wird Nasta schon in einer Stunde oder vielleicht auch ein bisschen mehr wieder ganz der Alte sein. Sorgt euch nicht um ihn. Gut. Hat die Skyrim Special Edition eigentlich weniger Abstürze als das normale? Wie es scheint, muss ich eh alles neu machen mit Mods und so. Ja, das Special Edition hatte bisher keine Abstürze bei mir verzeichnet. Und wenn, dann alle höchstens nur ein. Also, relativ stabil eigentlich.
So, da ist noch was. Knochen, ganz wichtig. Nasdar tat gut daran, uns hineinzubringen, doch es sieht so aus, als wäre die Anspannung mehr gewesen, als er ertragen kann. Er muss sich ausruhen. Was bedeutet, dass Tasnasi ihre Pläne ändern muss? Was ändert sich? Wohle kommt von uns allen einem Heiler am nächsten. Er könnte Nasdar wieder auf die Beine bringen, aber er braucht Zeit. Was bedeutet, dass er nicht die Schlösser von Kastas Schatzkammer knacken kann? Tasnasi will, dass ihr und Seraina die Schatzkammerschlüssel holt. Was ist mit euch? Diese hat andere Angelegenheiten im Palast zu erledigen. Sobald sie damit fertig ist, wird sie euch am Eingang zur Schatzkammer auf den unteren Ebenen treffen. In Ordnung, dann los. Kümmert euch um die Beschaffung der Schlüssel. Die Schläger in diesem Palast sind Kastas treueste Kader und ebenso bösartig und grausam wie er. Erwartet keine Gnade und gewährt auch keine. Seraina wird die Lage hier ruhig halten, falls es zum Kampf kommt. Werdet ihr alleine zurechtkommen? Ja. Tasnasi hat sich daran gewöhnt, allein unterwegs zu sein, seit Dasalso starb. Sie kennt diesen Ort wie ihre Westentasche, sie kommt schon zurecht. Was ist mit Nasdar und Wolle? Nasdar muss zurückbleiben. Er ist derzeit nicht in der Verfassung, um durch den Palast zu schleichen. Hoffentlich kann ihn Wolle wieder rechtzeitig für eine schnelle Flucht auf die Beine bringen. Solange sie hier in diesem alten Lagerraum bleiben, sollte ihnen nichts geschehen. Ich dachte, ihr werdet dagegen, jemanden von der Wache zu töten. Das war etwas anderes. Viele Wachen der Burg standen Dasalso nah. Sie folgen Kasta nur, weil sie es müssen. Die Schoßhunde in diesem Palast hingegen sind Kasta von sich aus treu ergeben. Und das reicht schon, um einen Mord an ihn zu rechtfertigen? Diejenigen, die Kasta am nächsten stehen, zeigen ihm nicht deshalb Treue, weil sie tugendhaft wären, sondern nur aus dem Grund, dass er es ihnen erlaubt, ihre niedersten Triebe auszuleben. Diese bittet euch nicht, sie zu bestrafen. Sie sagt euch nur, dass sie in Stiche niemand vermissen wird. Okay, das heißt, mit anderen Worten, wir dürfen jetzt wieder umbringen. Gerade erfahren, dass es gibt einen neuen Modmanager, der Nexus Modmanager ist deaktiviert. Oh. Super. Heißt das, den darf man nicht mehr nutzen, oder wie? Das ist mir aber sehr unerfreulich. Brauche ich noch, zumindest noch bis zum Ende des LPs. So, stirb. Das mit dem läuft noch was drauf ist, aber man kann nichts Neues mehr runterladen für den. Okay, na gut, das müsste ich sowieso nicht. Oben. Oben ist aber was los. Ha. Eins. Unten? Ne, oben. Oben ist was, was ich brauche. Oh, Hunger. Voll Hunger. Gleich was essen, ey. Nimm's mit. Ja, nimm auch das mit. Und nimm nicht die Kürbisse mit. Die ist ganz wichtig. Nicht die Kürbisse mitnehmen. So, doch unten. Dann war der Weg gar nicht mal so schlecht, den ich gegangen bin hier. Der führt mich dann ja dahin.
gerade den Spieler für einen Gegner gehalten hat. War das eine Miniaturausgabe der... Alter, der Ulti? Wo kommt denn der her? Plötzlich war da ein Gegner. So. Ne, da ist nix. Gut, wir haben alle drei. An der Schatzkammer treffen... Das ist da und dann immer weiter nach links am Ende. Schutzraum? Hier? Nee, falsch. Oben? Da seid ihr ja! Er hat sie! Er hat sie! Ruhig! Wovon sprecht ihr? Pasta! Er und seine Leibwache, die größte, die ich je sah. Sie haben Tasnasi überwältigt und dort hineingezerrt. Ihr müsst sie retten. Okay. Wenn Nastars Körper sich nicht verweigern würde, wenn er nur ein paar Jahre jünger wäre, wäre sie nicht in solcher Gefahr. Vergeb diesem. Bitte findet Tasnasi. Was ist geschehen? Wohle und dieser haben Stimmen gehört. Wir versteckten uns, als sie näher kamen. Es waren zwei von Castas Wachen, die schlimm darüber feigsten, dass Tasnasi erwischt worden ist. Was haben sie gesagt? Tasnasi wurde dabei vorgefunden, wie sie Berichte und Bücher durchstöberte. Casta ertappte sie auf frischer Tat. Nastar versteht das nicht. Bücher sind nicht die Reichtümer, hinter denen sie her war. Vielleicht ist es so, wie Ulu sagte. Das Wissen, das Bücher bergen, lässt sich nicht in Münzen messen. Ihr müsst Tasnasi befreien. Casta wird sie umbringen. Wohin hat Casta sie gebracht? Tiefer im Palast. Der Raum, der in den Fels getrieben wurde. Ich habe das Schloss geknackt, aber Castas Vollstrecker ist bei ihnen. Ich habe noch nie so einen großen Minotauren gesehen. Oh Gott, erzähl mir mehr über diesen Vollstrecker. Keuer, so nennt ihn Casta. Er hat ihn schon seit der Stiche übernahm, aber ich kenne seine Geschichte nicht. Er ist nicht gerade von der gesprächigen Sorte. Er kaut ständig auf etwas herum. Wenn es zum Kampf kommt, würde ich alle schmutzigen Tricks auspacken. Ich wette, Keuer besteht nur aus Muskeln. Super. Wenn Tasnasi gefangen genommen wurde, wird es nicht lange dauern, bis Casta sie tötet. Ihr seid der Einzige, der etwas dagegen unternehmen kann. Ihr werdet mich also nicht begleiten. Wolle und ich sind im Kampf zu nichts zu gebrauchen. Und Nasta sieht aus, als ob ihn ein Windhauch umstoßen könnte. Ihr seid unsere beste Chance, da reinzugehen, Tasnasi zu holen und wieder rauszukommen. Macht euch um uns keine Sorgen. Wir finden schon einen eigenen Weg aus der Burg. Tja, dann... Bleibt da wieder alles an den Nekro hängen. Gut, so. Ihr wart schon immer einfältig, Tasnasi. Ihr und das also auch. So sehr auf die Zukunft konzentriert, dass ihr das Messer hinter eurem Rücken nicht seht. Bajone! Tasnasi wird euch die Augen auskratzen! Sucht Tasnasi. Hier ist anscheinend schon der Kampf. Oder Tasnasi wird verprügelt. Ihr habt noch einen Freund in der Welt, wie er scheint. Aber nicht mehr lange. Keuer! Tötet Keuer. Wo ist Keuer? Ist das Keuer? Ne. Ich kam, er rief und nichts geschah. Ach, Keuer. Oh, der liegt auch schon. So, tot. Oh, jetzt muss ich ernsthaft warten, bis er spawnt. Okay.
werdet es bereuen, Kasta in die Quelle. In die Quelle. Eren kommt. Bindet diese los. Ihm nach. Kasta in die Quelle. Er hat nicht aussprechen können, er hat zu schnell die Ladezone betreten. Ihr werdet es bereuen, Kasta in die Quelle. In die Quill. Oh Mann. So, hoffentlich haben wir es bald. Ich. Bitte, das Nazi verschont mich. Seid ruhig, Kasta. Noch ein Wort von eurer verlogenen Zunge und diese reißt sie euch aus. Er hat es getan. Ach, cooles. Alles, was das Nazi vermutet hat. Er hat das also getötet. Er hat ihr die Schuld zugeschoben. Er war stolz darauf. Nun, da diese ihre Krallen an seiner Kehle hat, entdeckt er plötzlich den Sinn von Gnade für sich. Heißt das, dass ihr euren Namen reinwaschen und nach Hause zurückkehren wollt? Er hat dieser die Heimat genommen. Die einzige, die sie jemals hatte. Und er könnte sie ihr nicht mal zurückgeben, wenn er es wollte. Sie hat keinen Beweis, außer seinem Wort. Doch selbst wenn er gestehen und ihren Namen reinwaschen würde, wäre das Stiche, in das sie dann zurückkehrt, nicht das Stiche, das sie verlassen hat. Was werdet ihr dann mit ihm machen? Eine Freude bleibt das Nazi noch, Kasta zu ermorden. Dann kann sie all das hier hinter sich lassen. Für immer. Tut das nicht, das Nazi. Wenn ihr ihn tötet, führt er keinen Weg zurück. Stiche ist immer noch eure Heimat. Das also ist tot. Jeder, den das Nazi je kannte, hat sich von ihr abgewandt. Stiche liegt in Trümmern. Warum sollte diese jemals an einen solchen Ort zurückkehren wollen? Ein Teil von euch liegt immer noch am Herzen. Eure Truppe erkennt das. Ich erkenne das. Es ist noch nicht zu spät, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Ihr... Habt recht. Das Nazi hat versucht, es zu vergessen. Sie wollte weitermachen. Doch nicht eine Nacht vergeht, in der sie nicht von vergangenen Zeiten träumt. Sie weiß, was getan werden muss. Das Nazi wird diesen der Gerechtigkeit von Stiche zuführen. Wartet auf sie in der Taverne in der Stadt. Ich werde euch durchtreffen. Das Nazi wird euch dieses Angebot nur einmal machen. Gesteht gegenüber Stiche all eure Taten. Und sie erspart euch eure eigenen Folterwerkzeuge. Das Nazi, ihr habt gewonnen. Steht auf. Jeder in Stiche wird noch heute die Wahrheit aus eurem Mund erfahren. Nee, nicht heute. Na, geht ihr? Soll ich vorgehen? Ja, ist gut, ich gehe vor. Zumindest vor Kropfschluck. Ich weiß übrigens immer noch, dass da eine Quest... Au! Eine Quest liegt. Man kann Sachen aus dem alten Nexus Mod Manager in den neuen importieren. Das ist immer gut. War aber auch klar, dass die das machen werden. So. Ich hab Hunger. Ja gut, das können wir... Dann machen wir das noch. Machen wir einen sauberen Abschluss. Ist aber schnell hier. Oh Gott, ist das schlecht. Feierlichkeiten unnötig zu verschieben, ist die vielleicht am schwersten wiegende Sünde. Hokai, der Festliche, kannte die Wahrheit, als er sie aussprach. Bei so vielen Unsicherheiten im Leben sollten wir feiern, wenn wir einen Grund haben. Und was wäre ein besserer Grund als der, den wir haben? Ich habe gehört, dass ihr dieses Rindvieh Keuer erschlagen habt. Habt ihr mir eine schöne Beinscheibe mitgebracht? Bei der Arbeit habe ich richtig Hunger gekriegt. Ich habe immer noch Hunger. Och, die liegt da unten. Na bitte, Wolle hat es geschafft, den Arvernus eine Flasche Oleander-Reserve zu stibitzen. Sie war köstlich. Es gibt sicher noch etwas anderes hier zu trinken. Freund. Nein, ihr seid mehr. Familie. Kastas Taten sind in Stiche bekannt geworden. Tasnasis Name ist reingewaschen.
Fürs Erste gibt es etwas, worauf wir trinken können. Oder für Sirene noch etwas, worauf sie trinken kann. Was geschieht jetzt? Da Tasnasi nun zu Hause ist, könnt ihr ihre Gastfreundschaft genießen. Hebt den Krug, legt die Füße hoch und zählt euer Gold. Es gibt viel zu tun, um den von Kasta angerichteten Schaden wieder gut zu machen. Doch darüber wird sich Tasnasi den Kopf zerbrechen. Eure Arbeit ist getan, selbst wenn ihre erst beginnt. So seltsam es auch erscheinen mag, Tasnasi wurde in Stiche nicht nur vergeben, man sieht sogar zu ihr auf. Es wird eine Weile dauern, bis Stiche so ist, wie es war. Vielleicht wird es nie wieder so werden. Aber selbst wenn Tasnasi dem Erbe des Stürmischen das Salso nicht gerecht wird, wird sie es dennoch versuchen. Heißt das, dass ihre jetzt alles übernimmt? Insoweit wie überhaupt irgendjemand in Stiche das Sagen haben kann. Da Kasta nun verbannt ist, gibt es Hoffnung, dass alles wieder so wird wie früher. So wie der Stürmische das Salso diese Stadt sah. Die Leute hier haben ihn noch nicht ganz vergessen. Und Tasnasi auch nicht. Sie wird ihren Teil tun. Das werden wir alle. Was wird mit eurer Truppe geschehen? Die Arbeit ist getan. Ihr Leben gehört wieder ihnen. Doch Tasnasi möchte allen Bewohnern von Stiche das Dasein leichter machen. Und das wird nicht ohne Hilfe gehen. Sie könnte sie brauchen. Voles Tüfteleien, Sirenes Magie, Nastars Weisheit. Sofern sie denn gewillt sind, dieser ihre Hilfe anzubieten. Ja. Oh, ich muss hier raus, ey. Also. Das ist ja nicht mehr auszuhalten, das Geplärre von seinem Klimperlaute, ey. So. Wir haben ein Level-Up. Jo. Ich glaube, dann nehme ich mal den Flammenstab, würde ich sagen. Das ist ja doch besser, ne? Ja, das ist besser. Gut. Das geht auf Leben. So, Anrufung. Hätte Magikerin ein Stück getragene leichte Rüstung. Was natürlich nicht schlecht ist. Das ist Knochensammler. Sterben die Sprengknochen. Ja, wird der nächste günstiger. Könnte man einen Massenzauber machen. Na, ich würde mal die leichte Rüstung weitermachen. Das macht schon Sinn. So, dann wechsle ich immer die Waffe aus. Dann haben wir jetzt einen Flammenstab. Gut, und Stiche ist quasi jetzt durch, ne? Ja. Dann würde ich mich aber dennoch mal eben da unten hinstellen, wo der andere war. Damit ich halt die Quest nicht verliere oder aus den Augen verliere, die der da steht. Oder die, der angezeigt hat. So, dann reicht das aber auch für heute. Oh, da sind ja Gegner. Reicht das aber auch für heute? Nein. Oh, es bleibt doch nicht da stehen. Ich will mich nicht jetzt mit Gegnern ab. Ach, hier kann man auch lang. Okay. Deswegen bin ich nicht über die Gegner gestolpert beim letzten Mal. So, da ist nämlich einer, der braucht was. Was auch immer. Irgendwas braucht er. Und den will ich beim nächsten Mal sehen. Deswegen werde ich mich hier beim Baden ausloggen. Vielleicht werde ich den auch aufnehmen, weil hier ist nichts los in der Nähe. Das ist gut. Auf dem Sand, wir kennen die größte Freude. Sie ist so süß und ach so fein. Es ist Mondzucker preist ihm Leute. Ja, den finde ich schon cool. Das muss ich auch mit aufnehmen. Dann wird das Teil 2 meiner Rubrik. So. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.